Und bei euch? Nee, bei uns gibt's kein Comeback mehr. Das, die Nummer ist durch. Glaub mir das mal. Ja, ist vorbei. Hast du dann einen neuen Freund? Nee. Nein? Aber der hat eine neue Freundin. Ah, ja. Und warum habt ihr euch getrennt? Na, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten mit der Selfie-Vorstellung ohne Filter. Ich bin Jennifer Rili. Ich habe bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt und jetzt bin ich hier. Mein Ex ist Matze und gemeinsam haben wir einen Sohn, den Milan, und der ist 4 Jahre alt. Wir haben uns damals bei Berlin Tag und Nacht kennengelernt. Wir hatten einfach eine wilde und verrückte Zeit damals in Berlin. Wild und verrückt war auch die Zeit in Beziehung. Jenny ist direkt am Anfang schwanger geworden. Und deswegen war der Start unserer Beziehung natürlich auch sehr schnell auf die Prüfung gestellt. Ich war 21, ich habe einfach noch gar nicht so richtig gecheckt, was da gerade passiert, dass ich schwanger ist, dass ich Papa werde. Ich bin Jenny damals am Anfang unserer Beziehung fremdgegangen. Er hat schon echt krass wie Scheiße gebaut. Als ich erfahren habe, dass er mir halt fremdgegangen ist, das war hart. Also da habe ich halt einfach nichts gefühlt, gar nichts mehr. Boah, das war so eine eklige Situation. Das war das Schlimmste. Du hast halt das Baby im Bauch und du kannst ja nicht flüchten. Du kannst nicht Party machen gehen oder dich ablenken oder eine Schachtel kippen rauchen. Das geht halt nicht. Und dann stehst du da und weißt erstmal nicht so, hey, wie geht das jetzt alles weiter? Viele Streitereien sind einfach dann so eskaliert und das hat einfach uns und auch unsere Liebe dann zerstört. Kontakt haben wir heute nur fürs Kind. Also was uns gegenseitig angeht, gar nicht. Ich glaube, es wird echt komisch, den Matze zu treffen jetzt so. Vor allen Dingen auch, ob er aus seinen Fehlern gelernt hat.